Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf und heute geht es mal wieder um einen Produkttest. Ich habe ja doch hin und wieder mal Produkte da, die ich gerne testen möchte, die ich dann meistens auch selber anwende. Deswegen testen wir die ja. Und heute geht es tatsächlich mal um diesen schönen Karton. Was sich da in diesem schönen Karton verbirgt, das habt ihr sicherlich schon an der Überschrift gesehen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. So, ich mache den mal auf, den Karton. Es ist nämlich wirklich ein wunderschöner Karton. Also verpackungstechnisch gesehen, hoppala, haben die sich echt Mühe gegeben. Und da kann man sagen, das ist super. Es gibt eine Anleitung, eine deutsche Anleitung. Medium übersetzt, sage ich jetzt mal. Und die werdet ihr brauchen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen von diesem Schloss, weil das kann sehr viel. Und das erfordert allerdings auch viel, naja, Bereitschaft, mit den Anweisungen einer schlecht übersetzten Anleitung zurechtzukommen. Und ich habe ja schon wirklich eine Menge getestet und bin auch ja bestimmt auch erfahren, sage ich jetzt mal. Aber das hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber da kommen wir gleich drauf. Was bekommen wir für das Geld? Wir bekommen hier ein wunderbares Schloss, nämlich ein elektronisches Schloss für unsere Haustür. Und zwar mit zwei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, dass wir hier einen Fingerabdrucksensor haben, den wir nutzen können. Und dass wir zusätzlich solche NFC-Chips nutzen können, die wir hier auch zum Öffnen benutzen. Und was ich mir nämlich dann auch gedacht habe, also nennt sich auch, ich sehe es gerade hier, RFID-Card. Was ich mir auch gedacht habe, ist, dass diese wunderschönen Teile, die ihr nämlich für ganz, ganz kleines Geld bei Amazon auch bekommt. Ich verlinke euch natürlich beide Artikel in der Videobeschreibung. Das ist dieser NFC-Chip hier, nämlich da sind die nämlich drin. Dass man die damit paaren kann, also kombinieren kann. Das heißt, ich bin nicht nur auf die Hersteller-Dinge angewiesen, sondern ich kann mir einen Sack voller dieser Schlüssel holen und die dann auch benutzen. Das ist natürlich cool. Also das ist cool. Und warum habe ich mir dieses ausgesucht, wo ich doch gerade, und wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video, ein anderes Schloss eingebaut und getestet habe, was ja auch die ganze Zeit in unserer Haustür gut funktioniert ist, das ist hier der Fingerabdrucksensor. Denn wir hatten ja vorher, bevor ich das Haustürschloss gewechselt habe, hatten wir ja ein altes System von Burg oder wie das hieß damals, ich weiß gar nicht mehr, müsst ihr das im Video gucken, da konnte man tatsächlich mit einem Fingerabdruck die Tür aufmachen. Und das ist schon ein echter Komfort. Jetzt müssen wir momentan die Tür aufmachen mit dem Smartphone. Geht aber auch automatisch, muss ich dazu sagen. Ich nähere mich dem Haus und dann knack geht das Tür auf, weil er erkennt, dass ich da bin. Oder wir haben so einen zusätzlichen Klicker zum Öffnen, weil das ist nämlich eine Bluetooth-Technik, die wir da verwenden. Und hier sind wir frei von Bluetooth, beziehungsweise nicht ganz, weil wir haben die Möglichkeit, das Ding auch per App zu steuern. Wir können auch das Gleiche machen, was wir mit dem anderen Schloss gemacht haben, das hier per App steuern. Ja, also von daher haben wir da auch die Möglichkeit. Deswegen ist das so eine mini-eierlegende Wollmilchsau, denn ich habe hier drei Elemente, um mein Haus zu betreten. Ich habe einmal Fingerabdruck, ich kann diese schönen Chips nehmen und ich kann mit dem Handy das machen. Um das einzubauen, das zeige ich euch gleich, da gibt es hier noch so eine kleine Schachtel. In der Schachtel sind Ersatzschrauben, sehr lobenswert, und auch zusätzlich die Imbusschlüssel, die ihr braucht. Das sind nämlich zwei kleine Imbusschlüssel. Denn um das in die Tür einzuführen, ich baue das hier gleich in die Kellertür ein, dafür braucht es tatsächlich dann so einen Imbusschlüssel, weil ihr müsst quasi ein Teil abmachen, damit ihr es durchstecken könnt. Und ihr braucht den Imbusschlüssel, um hier an dem Gerät drei 3xA-Batterien reinzunehmen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das heißt, solltet ihr das Ding bestellen, dann bestellt das mit Batterien oder guckt, dass ihr die Batterien tatsächlich vorrätig habt. Denn das Ganze bekommt ihr bei Amazon. Und es ist im Verhältnis auch gar nicht so teuer. 189 Euro ist
echt kein Geld für so ein Schloss mit solchen Funktionen. Da kann man auch mehr ausgeben und weniger Funktionen haben. Also von daher bin ich hier echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, überrascht. Was sich jetzt hier in der Vorinstallation als Vorbereitung auf dieses Video ein bisschen schwierig gemacht hat, ist die App. Ja, die App eigentlich nicht so, also ja gut, die ist auch schlecht übersetzt, das kommt natürlich dazu. Insgesamt ist es so, dass ich die App sehr schnell anlernen kann, denn wir haben hier diesen QR-Code und ich kann den QR-Code einlesen. Und über den QR-Code, dadurch, dass ich das einlese, bekomme ich dann im Grunde genommen das hin, dass ich dann mit der App sozusagen das Gerät identifizieren kann und ich das dann zuweisen kann. Was aber mir nicht so ganz klar war, obwohl es zur Ehrenrettung in der App tatsächlich steht, ist, dass sich auf diesem Zylinder noch eine Nummer befindet. Die ist hier eingestanzt. Und diese ID-Nummer, warte, ich zeige euch das jetzt nochmal ein bisschen genauer. Die befindet sich hier. Ich halte trotzdem jetzt mal den Finger drauf, damit ihr diese ID nicht habt. Ein bisschen scharfer, schärfer, so. Da ist die eingestanzt, hier unter meinem Finger. Ja? Und diese ID-Nummer müsst ihr eingeben. Kam ich nicht sofort richtig so drauf. Kann an mir gelegen haben. Aber dann, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, dann wisst ihr das ja. Und was auch schwierig war, ist der Umgang mit den Programmiermöglichkeiten hier direkt am Gerät. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Anlernen von den Schlüsseln nur hier möglich ist, weil die App, die kann auch anlernen mit den Originalschlüsseln. Hier ist nämlich ein QR-Code drauf und deswegen kann dann quasi die Nummer, die hier so versteckt ist in diesen Dingern, ne, die kann dann dadurch eingelesen und übermittelt werden. Die Dinger, die müssen hier zum Anlernen drangehalten werden. Hat man sich aber einmal hier durch dieses Menü durchgefuchst, dann kann man das auch auf Deutsch stellen und dann ist das Anlernen, das Entfernen, das Hinzufügen und, ist dann echt nicht mehr so schwierig. Aber bis zu diesem Moment, muss ich sagen, habe ich gedacht, bleh. Denn bevor ich hier, und jetzt achtet auf die Feinheiten, damit ihr das dann eventuell richtiger macht oder besser macht, bevor ich hier anfangen kann zu programmieren, wird ganz dringend empfohlen, einen administrativen Benutzer anzulegen. Um diesen administrativen Benutzer anzulegen, kann man hier sozusagen in dem Menü folgen und dann sagen, okay, was muss ich machen? Und dadurch, dass ich den administrativen Benutzer jetzt schon angelegt habe, hat er im Prinzip meinen Finger auch schon erkannt. Habt ihr gerade gehört, diesen Bestätigungssound. Das Problem ist, dass dieses fucking Menü, seht ihr das? Das geht so schnell aus, dass man da gar nicht richtig folgen kann. Ja, das geht so in Ruhemodus, muss ja Strom sparen, ist ja klar. Und deswegen müsst ihr ganz genau den Anweisungen folgen. Und zwar ist es so, dass die Bestätigung, das ist einmal der Wichtigste, die Bestätigung erfolgt nicht durch einen zusätzlichen Fingerabdruck, sondern wenn ich jetzt hier in dem Menü bin, und jetzt zum Beispiel einen neuen Schlüssel hinzufügen möchte und dann steht dann da Schlüssel hinzufügen, dann muss ich, sobald da steht Schlüssel hinzufügen, an der Stelle erstmal für 2 Sekunden verharren. Und das ist dann die Bestätigung. Das heißt also, alle Aktionen, die ich machen will, die mache ich im Prinzip durch Weiterdrücken, weiter, weiter, weiter. Und wenn ich dann den Punkt, den ich habe, haben möchte, sozusagen, dann verharre ich da 2 Sekunden und dann wird der automatisch bestätigt. Dann muss ich aber auch sofort reagieren, weil sonst gibt dieses fucking Display wieder aus. Und das ist ein bisschen umständlich. Das heißt, lest da nochmal genau. Das ist genauso wie mit dem Admin-Zugang, diesen Admin-Benutzer anlegen. Wenn ich am Anfang das Schloss im Auslieferungszustand bekomme, dann steht da bitte Admin anlegen. Und dann muss man, wenn dann ich das geschafft habe, dann in diesen Admin-Anlegen-Bereich zu kommen, weil ich dann gereiht habe, dass ich an der Stelle 2 Sekunden warten muss und nicht nochmal bestätigen muss, dann muss ich den Finger hier aufdrücken. Und jetzt kommt's. Der Finger muss, und das steht auch in der Anleitung, hatte ich aber nicht so interpretiert, weil hier gibt es irgendwie keinen Widerstand, keine Haptik, der muss feste aufgedrückt werden, um
dann den Admin hier anzulernen. Ich habe also am Anfang nur so drauf getippt, weil so kennt man das eigentlich so vom Fingerabdrucksensor. Und der funktioniert ja jetzt auch genau so. Ich muss jetzt hier nicht feste drücken, der wird also im Prinzip erkennt er meinen Finger auch so. Aber die haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Ich muss beim Anlernen des Admins muss ich hier feste aufdrücken. Da geht der Finger ja wahrscheinlich in die Breite und dadurch lässt sich das vielleicht eventuell besser anlernen. Und dann kann ich den Admin hinterlegen. Und das ist dann, wenn er das gemacht hat, dann geht er dann einfach erstmal auf den letzten Punkt, nämlich die Sprache ändern, Language ändern in Deutsch. Und dann seid ihr im Prinzip sauber mit dem Teil und könnt dann tatsächlich hier einiges machen. Und zwar mit Hilfe der App. Also die App erfordert erstmal eine Anmeldung, was ja bei den meisten chinesischen Apps da ist. Der Vorteil ist hier, dass man jetzt hier sagen kann, ich möchte eine E-Mail-Adresse nehmen oder eine Handynummer und dann bekomme ich entweder ein SMS oder einen Bestätigungscode auf die E-Mail. Darüber hinaus brauche ich nicht weiter irgendwas zu machen. Ihr habt dann verschiedenste Einstellmöglichkeiten bei dieser App. Es gibt die App in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in der Lite-Version und einmal in der Normalversion. Also ich würde euch die Vlog Lite empfehlen. Das Problem ist aber, wenn ihr da ein bisschen tiefer eingehen wollt in der Einstellung, Lite, deswegen nur wenig Einstellung vielleicht, dann braucht ihr eigentlich die andere App. Der Schöne ist, dass ich, wenn ich diese App installiert habe, dass ich dann hingehen kann und tatsächlich auch das Schloss öffnen kann damit und auch verschiedene Einstellungen machen kann. Ich kann auch Benutzer entfernen. Da müsst ihr euch einfach mal rangucken. Also sie hat eine Menge Möglichkeiten, ist aber aufgrund ihrer schlechten deutschen Übersetzung, wegen deutsche Wörter sind halt länger als englische oder chinesische Zeichen anscheinend, ein bisschen schwer zu lesen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ich das Ding einmal eingebaut habe und ich Sachen hinzufügen möchte oder löschen möchte, macht die hier drüber. Weil wenn ihr einmal die Bedienung gelernt habt mit diesem Display, mit diesem kleinen, dann braucht ihr großartig die App nicht mehr. Ist Geschmackssache, muss man gucken. Die App ist noch aus meiner Sicht noch zu unausgereift, dass man die jetzt hier weiter empfehlen kann. Und wenn ich dann das so erfolgreich gemacht habe, dann habe ich dann den Vorteil, ne, habt ihr gesehen, dass ich dann das Schloss tatsächlich auch mit einfachen, mit hier anschalten, dann den Fingerabdruck drauf und dann kann ich das riegeln oder entriegeln. Es entriegelt sich, beziehungsweise wieder entriegeln, also dass dieses nicht mehr geriegelt werden kann. Das geht von alleine nach ein paar Sekunden. Und das ist dann die einfache und super geniale, komfortable Anwendung. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier tatsächlich einfach meinen Schlüssel auch nehmen, halt den da drauf und dann kann ich auch das Schloss bedienen. Denn hier ist es so, dass dieses Drehen nur möglich ist, wenn das Schloss freigegeben wurde. Jetzt ist wieder raus und jetzt ist hier kein Drehen mehr möglich. Und nur so kann ich aufschließen. Von innen, das war eine Frage bei dem anderen Schloss, kann ich immer drehen. Das ist natürlich aus Sicherheitsaspekten ganz wichtig. Ich muss ja von innen immer in der Lage sein, meine Tür zu öffnen. Das heißt, das ist hier tatsächlich nur Makulatur. Dieser Drehknauf ist immer zu bedienen. Dieser Drehknauf ist nur zu bedienen, wenn ich entweder mit Fingerabdruck arbeite, und dann kann ich das drehen, oder mit Mindchips oder per App. Ja, also das ist der Unterschied. Und so einfach ist das schon. Und der Einbau ist auch in der Tat kein Hexenwerk. Der eine oder andere hat bei meinem anderen Video gesagt, oh, so ein Einbau scheint mir ja schwierig zu sein. Ist aber wirklich nicht schwierig. Ich hatte bei dem anderen Video in der Haustür, musste ich tatsächlich nur ein Stück wegnehmen von der Verkleidung, weil einfach die Breite nicht ausgereicht hat. Aber das ist hier so ein bisschen anders. Ich zeige euch. Ihr müsst natürlich hier auf diese Angaben achten, die da vorgegeben sind. Ich habe also da tatsächlich so einen, sagen wir mal, einen beschränkten Raum. Aber wie ihr seht, der ist ziemlich gedehnt. Ich kann von 70 bis 110 mm Türbreite kann ich alles bedienen. Und das liegt daran, dass ich hier
das sozusagen so abmachen kann. Ich versuche dann mal schärfer, genau. Und hier bin ich sehr, sehr flexibel. Das heißt, ich kann hier diesen ganzen Einraster, kann ich wunderbar auch in die Breite gehen. Weil der Zylinder an sich hier an der Stelle, wo er schmaler ist, da habe ich hier mit die Möglichkeiten, den entsprechend so zu verlängern. Und das ist natürlich schon genial. Wichtig ist natürlich, dass ihr hier dieses Maß, das sollte natürlich dann auch auf eure Tür passen. Und von daher müsst ihr da gucken, damit das die bündig, das ist im Prinzip das wichtigste Maß, nämlich nach außen, dass das hier bündig sozusagen abschließt. Ja, und das war's schon. Und damit seid ihr wirklich maximal flexibel. Wie konnte ich den Ding jetzt hier abmachen? Das ist relativ simpel. Ich habe ja diese beigelegten Imbusschlüssel und ich muss einfach nur den Imbusschlüssel hier lösen, das ist ja von innen, und dann kann ich das abmachen. Das gleiche habt ihr auch bei außen, bei dem Außenteil. Da habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, hier sozusagen noch ein paar Zentimeter zu gewinnen. Solltet ihr also eine sehr breite Tür haben, dann könnt ihr hier unterhalb des Batteriefachs, nämlich der mittleren Batterie, da ist auch nochmal hier eine Schraube, also so eine Imbusschraube, die ich dann mit dem beigelegten kleineren Imbusschlüssel bedienen kann, und habe dann die Möglichkeit, hier auch tatsächlich maximal flexibel auch nochmal auszugehen. Das heißt, ich bin von der Breite, bin ich hier wirklich sehr, sehr, sehr flexibel. Ich kann also ganz breite Türen bedienen. Ich habe halt nur die Herausforderung, dass diese Breite, also diese Kantenlänge, dass die tatsächlich mindestens, sagen wir mal, in die Tür passt. Das ist die einzige Herausforderung, die man hat. Ansonsten ist der Batteriedeckel, der ist auch nur mit einer Imbusschraube hier aufgeführt, damit der also schön schließt, damit der auch ein bisschen Spritzwasser geschützt ist, die Batterien. Und so kann ich jederzeit, kann ich dann die Batterien da austauschen. Also das heißt, ich bin immer in der Lage, sollte das Schloss ausfallen, von außen an die Batterien zu kommen. Vorausgesetzt, ich habe den Imbusschlüssel in greifbarer Nähe und kann damit dann entsprechend natürlich arbeiten. Ich lasse das jetzt raus, weil jetzt gehen wir mal an die Tür und bauen das mal ein. So, als erstes müssen wir das alte Schloss ausbauen, also in dem Fall diesen Zylinder. Man spricht hier von einem Schloss und dann von einem Zylinder. Wichtig ist, dass ihr den alten Schlüssel habt, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Dazu müsst ihr als allererstes diese Schraube hier losmachen. Die ist unterschiedlich lang, kann unter Umständen sehr, sehr lang sein. Ist meistens auch mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. In dem Fall ist es hier eine etwas ältere Tür. Die hat hier tatsächlich noch einen Schlitzschraubenzieher als mögliche Schraubobjekt sozusagen. Ne? So, die ist tatsächlich hier, wie ihr seht, ziemlich lang. Das liegt daran, dass die auch in dem neuen Schloss nachher natürlich greifen wird, um die zu halten. Und um das alte Schloss rauszunehmen, müsst ihr im Grunde genommen so ein bisschen hin und her probieren, weil es gibt hier dann eine Stellung, wo so ein altes Schloss dann rausgeht. Das kann dann in zwei Richtungen rausgehen, das ist meistens nicht allzu weit. Das ist zu viel. Und dann könnt ihr das da entweder nach vorne oder nach hinten rausschieben. Muss man mal gucken. Ich zeige euch das gleich mal. Genau, das war jetzt die falsche Richtung. Am besten Richtung Schlüssel. Okay, will er nicht. Dann gehen wir mal dem. Da. Warum ist das so? Das seht ihr jetzt auch. Wenn ich nämlich hier das Schlüssel normalerweise drin habe, dann blockiert das hier. Ne? So. Und egal wie ich ihn habe, wenn ich ihn gerade richtig drin habe, dann blockiert das. Das heißt, ihr müsst ein bisschen schräg gehen, um so einen Schlüssel da rauszubekommen. So, das war dann schon der Ausbau. Und dann haben wir jetzt das neue Schloss. Hier haben wir das gleiche, dass wir diesen Block sozusagen in die richtige Position bringen müssen. Nur hier haben wir es ja ein bisschen einfacher. Denn wir können das ja hier auch ohne Schlüssel jetzt ganz gut anpassen. Wichtig ist, dass der Teil mit dem Lesegerät außen ist, ne? Weil wir wollen ja das gegebenenfalls von außen da einbauen. Und dann können wir das hier schon so einschieben.
So, wo ihr darauf achten müsst, ist im Prinzip, dass dieser Bereich möglichst bündig abschließt. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht gegeben, weil die Tür sehr schmal ist. Und dadurch, dass sie sehr schmal ist, guckt das der Zylinder sehr weit raus. Das heißt, ich muss, um hier tatsächlich eine optimale Sicherheit zu schaffen, muss ich hier eine sehr große oder sehr breite, tiefe Blende aufbringen. Denn es besteht ja die Möglichkeit, mit einer Zange oder ähnliches hier das Ganze dann abzubrechen. Das heißt, hier wäre jetzt keine ausreichende Sicherheit gegeben. Und das müsst ihr im Grunde genommen messen. Welchen Zylinder habt ihr und wie lang darf der tatsächlich sein, um dann da ordentlich zu funktionieren. So, nach der Montage müssen wir natürlich die Batterie wieder reinsetzen. Die Schraube ist wahrscheinlich nicht tief genug. Ne? Dann müssen wir eben gucken. Ist wahrscheinlich an der falschen Stelle. Ja, die guckt ein bisschen weit raus. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo die gegebenenfalls tiefer reingeht. Sehr gut. Hier geht sie tiefer rein. Und dann können wir die Batterie auch wieder einsetzen. Ich sage, macht er den Fehler schon mal nicht. Dann können wir die Schutzkappe aufschrauben. Und dann ist der äußere Teil schon mal sicher. Wie gesagt, also hier muss tatsächlich eine größere Blech drauf. Ich meine, das jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ich baue das Schloss nachher in unsere Hintereingangstür ein. Damit das abgesichert ist. Also darf hier maximal so einen halben Zentimeter raus, damit das nicht quasi mit einer Zange oder ähnliches dann weggebogen werden kann. Ja, dann können wir den hinteren Teil können wir auch dann hier anbringen. Dafür haben wir den zweiten Imbusschlüssel. Schön stramm. Ja, hält. So, gucken, dann müssen wir wahrscheinlich auch genau gucken. Genau, da sind wir jetzt in dem Bereich, wo die Löcher hier sind. Müssen wir das machen, damit wir auch hier den Reihen richtig in der richtigen Tiefe haben. Also wenn der nicht bündig abschließt, dann seid ihr falsch. Und dann können wir von innen, können wir jetzt das Schloss ganz normal betätigen, ne? Weil dieser Knauf immer drehbar sein muss, alleine aus brandschutztechnischen Gründen. Hier können wir gar nichts machen jetzt, sei denn, ich arretiere den, mache meinen Fingerabdruck und kann dann das betätigen. Also von daher ganz simpel. Ja, also wie ihr gesehen habt, echt kein Hexenwerk. Also ziemlich simpel einzubauen. Da braucht keiner Angst vor haben. Gibt nur so ein paar Maße zu beachten, die letztendlich dann da sind. Idealerweise baut ihr einfach vorher den alten Zylinder aus. Dann könnt ihr, ich zeige euch das nochmal, ne? Dann könnt ihr die Maße kontrollieren. Also dieser Zylinder war ja in der Tür auch schon zu groß. Ne? Aber wenn ihr einen passenden Zylinder habt, dann könnt ihr den ausbauen und dann könnt ihr die vergleichen mit der Angaben bei Amazon und dann habt ihr da einen schönen Richtwert und könnt gucken, ob das alles so wunderbar passt. Die Höhenmaße, die hier angegeben sind, hier diese, die sind ganz normal. Das ist unsere Euronorm. Da könnt ihr nichts falsch machen. Wie gesagt, hier ist letztendlich entscheidend die Maße, die ihr da benötigt. Und da hat man dann die maximale Flexibilität hier bei dem Teil. Also das kann man schon mal sagen. Die laut App ist hier auch so, dass wir eine Warnung bekommen letztendlich. Also eine Batteriewarnung, falls die Batterie zu schwach wird, dann kann man die austauschen. Da es hier handelsübliche 3A-Batterien sind, ist das natürlich sowieso überhaupt gar kein Problem. Hier ist nochmal eine Information zu den möglichen Schlössern, aber es sollte, glaube ich, jedem soweit klar sein, dass sich das hier tatsächlich um einen klassischen Zylinder handelt. Hier sieht man auch nochmal die Angabe von dem Teil, der jetzt hier raussteht, also zu der Bedienung. Der ist 40 mm, also darauf müsst ihr achten. Und die meisten Türen haben eigentlich 35 bis 40 mm von der Mitte aus in beide Richtungen. Und sollte es mehr sein, seht ihr ja, wisst ihr ja jetzt, seid ihr jetzt ja schlau,
Habt ihr überhaupt kein Problem, dann kann man da sehr flexibel in die Breite gehen. Also richtig breit, da soll eine Tür sein, ne? Also kein Thema. Ja, ich denke, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So hat man wirklich ein sehr schönes Schloss, was ja aus meiner Sicht wegen der Flexibilität keine Wünschen offen ist. Also das muss ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis passt hier absolut. Wir werden das jetzt halt an der Tür testen hinten und dann sehen, ob das sich gut einschmiegt in unseren Hausleben sozusagen. Ja, so kommen wir gut zurecht. Dann würde ich sagen, hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr öfters solche Tests und sowas sehen, dann abonniert doch bitte einfach den Kanal. Dann freuen wir uns alle. Kanal abonnieren ist immer super. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Grüße nochmal aus Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.